Die Nekromantenrobe wollten wir uns anschauen. Mache ich das mal. Also die Swordweste ist ja schon nicht schlecht. Nekromant besteht aus zwei Wörtern. Nekro, was für Tod steht, und Romantiker, natürlich. So, also machst du romantische Liebe mit nekrotischen Dingen. Nein, nein, das machen wir nicht. Du hältst Abwehr erhöht nach dem Angriff auf einen Zombie. Nehmen wir mal die Nekromantenrobe. Machen wir, glaube ich, mal. Zack. Warum nicht? Ist die verrutscht irgendwie? So. Passt der Helm aber auch nicht mehr so ganz. Wo kriegen wir denn hier? Wo kriegen wir denn hier? Ich glaube, ich muss die mal teilweise verkaufen. Wir hatten noch hier irgendwo was für Schutz. Was wir hier vorher drin hatten. Angriff mit Nahkampfwaffen fügen 50 zusätzlichen Schaden zu. Ach komm, packen wir das jetzt rein, fertig. Irgendein Helm, haben wir da irgendwas Passendes? Irgendwas auf unserem Level vielleicht? Ach komm, das sieht lustig aus. Das nehme ich jetzt. Jeder Angriff saugt 50 TP von deinem Ziel ab. Fügt 7 Rüstungen hinzu. Ja, hier fügt 15 Rüstungen hinzu. Das nehmen wir. Das habe ich doch vorhin gesucht. Können wir vielleicht mit den Haaren noch was machen? Oh Gott. Wolverine. Der jüdische Wolverine. Nee, lass mal. Ach du Scheiße. Nein. Gott, das wird ja immer schlimmer. Nee. Nee. Rotschopf. Rotschopf-Afro. Beliebt bei Clowns und anderen furchterregenden Kreaturen. Barbarenperücke. Ach du Scheiße. Damien-Perücke. Das passt ja sogar fast schon. Emo-Perücke. Würde es allerdings zum Nekromantenmantel passen. Lala. was haben wir denn hier noch? Ach, das war schon. Mehr haben wir nicht. Ach, die liebe Zeit. Was können wir denn dann nehmen? Was können wir dann nehmen? Nein. Hier, komm, nehmen wir das Damien-Ding. Können wir hier das auch schwarz machen? Jawohl. Ah, guck mal, dann passt das sogar mit dem Bart ganz gut. Nehmen wir so. Objekt benutzen Reinigungsalkohol. Jawohl. Jesus, not again. Not again. Mutantenbakterie. Ich wollte erst Mutatanten lesen. Okay, eiern wir hier nicht doof rum. Was wollen wir denn? Wir beschneiden den Schleim mal. Zack. Muss alles jüdisch gemacht werden hier. So. Abwehr verringert. Sehr schön. Todesmarkierung machen wir nochmal. Ich glaube, Angriff oder Abwehr verringert. Ich weiß gar nicht mehr. Was war das? Abwehr auch. Sehr gut. Und drauf da. Hör. Haben wir geblockt. Ah, der heilt sich aber ganz schön. Was machen wir denn da? Können wir ihn vielleicht betäuben mit dem Juden-Jitsu? Jawohl, das ist sehr gut. Kann uns nicht mehr angreifen. Todesmarkierung nochmal. Abwehr verringert, sehr schön. Und Angriff. Zack. Ja. Elfischer Langbogen. Zack. Boah, der zieht ordentlich ab. Ja, ich mache die Todesmarkierung jetzt jede Runde, weil der hat ziemlich viel Energie und ich will die Verteidigung so niedrig wie möglich halten von dem Viech. Deswegen mache ich das jetzt. Wir haben doch noch hier Stärketrank. Kampfgaloss! So.
greife ich mal mit dem Bogen weiter an. Der zieht ja gut ab. Todesmarkierung. Go boy. Angriff. Der bereitet irgendwas vor. Ja. Pass mal auf, hier. Schön zum Abschluss. Ich hoffe, das reicht. Weg des Schwertes. Jawohl! Es hat gereicht. Sehr schön. Ja, ich glaube, das war auch so ein Jagdauftrag. Genau, kehre zu Jimbo zurück. Sehr schön. Looten können wir den auch. Leuchtender Schleim. Hier ist nichts versteckt. Haben wir hier sonst noch irgendwo was? Hier haben wir noch eine Kiste. Zack. Nö, das war's. Reicht aber auch schon. Dann gehen wir mal wieder raus. So. Die können wir auch looten. I know you've been tricked, but I forgive you. Join me again, and together we'll rule the land as master and slave. Als Herr und Sklave. Hey. Das wüsste ich aber, mein Freund. Das wüsste ich aber. Da sehe ich doch was. Cool. Kleines Medaillon. Klee. Was? Puppe der verwöhnten Hure. Auch nicht schlecht. Was? Kotstulle-Abstimmung. Ach ja. Ach ja, genau. Oh Gott, das war, glaube ich, auch noch einer der ersten Staffeln. Was war das nochmal? Kotstulle oder irgend so ein Einlauf, ne? Ich weiß es gar nicht mehr. Wow, 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 wow. Was zur Hölle? Hüsse! Vorbei! Null! Wieso kann ich da nicht vorbei? Was muss ich denn jetzt hier machen? Ich dachte, ich müsste vielleicht das Feuer nutzen, um da eine Explosion zu verursachen. Aber irgendwie klappt das nicht. Warte mal. Ach, guck mal! Ach so. Wo komme ich denn da hin? Kann ich hier nach rechts irgendwie zu Butters? Hier unten hin vielleicht? Hier oben kann ich hin. Sehr schön. Klar kann ich mich verstecken. Ah, können wir hier stylisch runterklettern? Komme ich denn jetzt nicht hier vorbei irgendwie? Ah, es brennt. Zack. Puh, Angriffsvorteil haben wir. Zwei haben wir schon ausgeschaltet. Bleiben nur noch zwei übrig. Ne, pass mal auf. Wir nehmen hier ägyptische Plagen. Huch. Hä? Ich habe das Licht überhaupt nicht gesehen. Wirbelwindschlitzer. Nein, wir nehmen den Weg des... Was? Ja. Weg des Schwertes. So. Ich find's voll cool irgendwie. Oh, zack. Und er brennt auch noch. Sehr schön. Er reflektiert. Zack. Oh, mein Gegenangriff hat mal Schaden gemacht. Er da unten will kontern. Zack. Verdammt. Hier, kontern kann ich ja mit dem Pfeil. So. Und... Also ein Konterer kann ich mit Pfeilen beschießen, wollte ich sagen. Den da oben können wir ja so angreifen. Müsste reichen. Ah, fast. Aber er brennt ja. Ist er eh gleich weg. Bringt er dein Schild auch nichts mehr. Verpflichteter Zorn. Zack.
alles geblockt. So. Pass mal auf, mein Freund. Dragon Shout. Betäubt ist er auch noch. Sehr gut. Das war's mit deiner Reflexions- oder Konterhaltung oder was auch immer. Weg mit dir. Oh my God, we killed the enemy. Ja, selbstredend. Was denkst du denn? Oh no, the lobby is falling. So, das nehmen wir alles mal mit. Bevor wir mit Kyle... Was? Front Door? Was ist los? Ich habe dem jetzt gerade nicht so wirklich zugehört. Schließe die mittleren Türen der Eingangshalle auf, um deine Armee in die Schule hineinzuführen. Das hier? Nee. Das hier? Nee. Ach so, ja, dann sag das doch, Mensch. So. Okay. Yes. Okay, now through the main door before they can regroup. Okidok. You take point. We'll rally behind you. Wir sollen uns ins Klassenzimmer der vierten Klasse begeben. Stand da gerade links noch. Well, if it isn't Kyle's laptop, the traitor douchebag. Oh, wie cool ist das denn? Wir kämpfen gegen Butters. Ja, aber Butters, oh, so böse müssen wir jetzt einfach mal sein. Du wirst erstmal beschnitten. Zack. Er blutet, sehr schön. Todesmarkierung. So. Und wir nehmen wieder den Weg des Schwertes. Jawohl, geblockt. Oder nicht? Ach, keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall noch genug Energie. Brennt. So. Wirbeln das Verhängnis, beschneiden können wir ihn noch mal. Juden-Jitsu. In your face. Sehr schön. Die Abwehr verringern wir auch noch mal. Ja, ich weiß, ich mache jetzt Stand irgendwie immer das Gleiche, aber es ist halt effektiv. Und Angriff. Schild der Rechtschaffenheit. Glück brennt er, ja. Ach, da hat er noch Energie. Ich werde gekloppt. Wir heilen uns mal. Uns sieht es nämlich ein bisschen übel aus. So, gleich schon viel besser. Und drauf mit dem Bogen. Zack. Ah, Level Up. Sehr schön. Oh, Butters Hammer der Stürme. Und ein Schwert, ein Aufsatz. Du erhältst 2 MP, wenn du einen Nahkampfangriff ausführst. Das ist gut. Das ist echt gut. Zack, nehmen wir mit. Ach, guck mal, wir haben schon wieder... Ach, den ganzen Heilkram haben wir schon wieder langsam voll. So. Ist denn der Hammer gut oder nicht? Oder... Was hast du? Du hast den ersten Freund niedergestreckt, den du in South Park gefunden hattest. Aber es war ja nur Butters. Okay. Wir hatten doch hier noch die Schweinebärmann-Klaue. Perfekte Angriffe treffen das Ziel und den Feind dahinter. Fügt bei perfekten Angriffen 20% Schaden hinzu. Das ist gut. Die gefürchtete Klaue der gefährlichen und wahrhaft existierenden Kreatur des bekannten Universums. Schweinebärmann. Das nehmen wir dann anstelle der Schweinebärmann. Klaue oder Keule. Zack. Komm, packen wir mal das rein. Und hier packen wir dafür Feuer rein. Jawohl. Zack. Ach ja, genau. Okay, hoch geht's.
looten wir hier auch noch. Da oben links gibt's noch was zu looten. Foto einer Boyband.